Nächster Redner kommt. Herzlich willkommen, Anna Bugay. Anna Bugay von Gegenströmung, gegen den Staudamm von Hasankeyi in der Türkei. Sie wird davon berichten, wie verantwortungslos Wasserressourcen veruntreut werden, wie Menschen ihre Heimat und ihre Lebensgrundlagen verlieren. Herzlich willkommen, Anna. Hallo. Ihr habt ja eben schon was von, zu Staudämmen gehört von Rebecca. Und ich wollte euch noch ein bisschen was allgemein zu der Problematik von Staudämmen erzählen. Näher ran? Okay. Auf der Welt gibt es mehr als 40.000 Staudämme. Sie gelten als regenerative und umweltfreundliche Energie, was zu einem neuerlichen Boom von Wasserkraftwerken beiträgt. Doch in der Debatte wird oft vergessen, was Staudämme sonst noch an Auswirkungen haben. 60 bis 80 Millionen Menschen wurden vertrieben. Viele haben nie eine Entschädigung erhalten. Tierarten, die auf Fließgewässer angewiesen sind, verlieren ihren Lebensraum und Menschen, die von Flüssen leben, verlieren ihre Lebensgrundlage. Ein Beispiel dafür ist der Iliço-Staudamm in der Türkei. 55.000 Menschen werden ihre Existenz verlieren. Die 10.000 Jahre alte Stadt Hasankeyi wird in den Fluten versinken und im Irak sind zigtausende Fischer und das UNESCO-Welterbe der mesopotamischen Sümpfe bedroht. Und obwohl die Regierungen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz 2009 staatliche Existenzbürgschaften für das Projekt zurückzogen, weil internationale Standards nicht eingehalten wurden und blieben der österreichische Anlagenbauer Andritz und Schweizer Consultants im Projekt, also blieben in dem Projekt beteiligt und ermöglichen damit den Weiterbau. Die Unternehmen wollen nur Geschäfte machen, um jeden Preis. Und offenbar gibt es keine gesetzliche Regelung, die dies verhindert. Hier ist die Politik gefragt, verbindliche Regelungen festzulegen. Wir stehen hier in Solidarität mit den Staudammbetroffenen der ganzen Welt und fordern, dass Flüsse, dass Flüsse erhalten bleiben als Lebensgrundlage für Menschen und für Tiere. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Anna Bugay.